Keine Antwort. Mit einem solchen Schloss ist er sicher, nicht belästigt zu werden. Na sowas! Ist das nicht mein alter Freund, Alouin? Wie laufen die Geschäfte, Schnüffler? Sagt dir das was, die Eatons? Ein Mann und eine Frau, Geschwister, Amerikaner. Eaton. Lass mich nachdenken. Nein, unter dem Namen habe ich nichts. Sind die gefährlich? Mach dir um mich keine Sorgen, Emil. Die kleine Gracie Eaton, die habe ich schon in der Tasche. Aber ich überprüfe meine Bekanntschaften lieber, bevor ich loslege. Kapierst du? Hallo, du bist wirklich der Einzige in ganz Paris, der Polizeiunterlagen benutzt, um an Frauen ranzukommen. Hör mal, so wie ich von einer ledigen jungen Kriminellen erfahre, sag ich dir Bescheid. Ha, gut drauf, Mimil. Sag mal, hat die Polizei nicht irgendwas über einen gewissen Grégoire d'Alpin? D'Alpin? Ein echter Halsabschneider ist er. Stinkreicher Bankier, alte Pariser Familie, total daneben. Du hast dir diesen Mann doch nicht zum Feind gemacht? Keine Sorge, ich habe D'Alpin nicht am Hals. Im Gegenteil, ich habe ihn in der Tasche. Hat er in den letzten Tagen Anzeige wegen Diebstahls oder irgend so etwas erstattet? Irgendwas, das ihn besonders beunruhigt? Wach auf, Alouin! Glaubst du echt, D'Alpin würde sich wegen einer einfachen Einbruchsgeschichte an mich wenden? Nie im Traum. Der hat einen direkten Draht zum großen Boss. Wenn dem was passiert ist, erfährt das außer ihm, dem Präfekten und dem Verbrecher keiner. Der landet dann sowieso irgendwann in der Seine bei den Fischen. Es ist schon fast ein Privileg für ihn zu ermitteln. Merkwürdig, dass D'Alpin nicht seine eigenen Kontakte nutzt, um seine kleinen Probleme zu lösen. Alouin, ich halte dich auf dem Laufenden. Schließlich sind wir doch Kumpel. Grüß deine Mutter von mir. Also, Emil, bis zum nächsten Mal. Ganz richtig. Lass die ehrlichen Leute ihre Arbeit machen. Dreckigen Göhren wälzen sich den ganzen Tag im Schlamm. Und wer macht hinterher sauber? Meine Wenigkeit.
Wer sind Sie denn? Sehen Sie denn nicht, dass ich gar nicht da bin? Wenn es um die Armen geht, da habe ich schon was gegeben. Schöner Tag, nicht wahr? Sagen Sie, könnten Sie mir die Zimmernummer der Eatons geben? Die Eatons? Was wollen Sie denn von den Eatons? Sind Sie einer Ihrer Freunde? Danach sehen Sie nicht gerade aus. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Jacques Eloin, Detektiv. Ich möchte Sie nicht belästigen, aber ich hätte den Eatons ein paar Fragen zu stellen. Ein Privatdetektiv. Ich wusste schon, dass mit den beiden was nicht stimmte. Mit diesen ganzen Halunken, die dieser Paul kannte. Diese Leute aus Montparnasse. Jedenfalls sind die ausgeflogen. Das passt mir gar nicht, dass Sie nicht da sind. Wann kommen Sie denn zurück? Ich muss wirklich unbedingt mit Ihnen sprechen. Und wenn ich auf Sie warten würde, stört Sie das? Auf die warten? Seit 3 Tagen stehe ich mir schon die Beine in den Bauch. Die haben mir das Zimmer nicht bezahlt. Montparnasse. Sie meinen Leute aus dem Künstlerviertel? Paul war dort häufig mit Künstlern zusammen. An einem bestimmten Ort. Die Bande von Alambic, das sind alles Penner. Wie man so schön sagt, gleich und gleich gesellt sich gern. Nein, also diese Bengel, die wollen mich wirklich verrückt machen. Ich muss noch einen Fußboden fertig kriegen. Und Sie mit dem Schnauzbart, hauen Sie ab oder ich schmeiß Sie raus. Verdammt nochmal, Sie schon wieder. Da sind schon diese dreckigen Gören, die mich wahnsinnig machen. Da brauche ich nicht auch noch einen, der sich die Beine in den Bauch steht und mir beim Malochen zusieht. Verschwinden Sie oder ich lasse Sie meinen Schwamm zum Dessert fressen. Ist das klar? Und das eine Mal, als er sich als Engel verkleidete und er keine Möglichkeit mehr hatte. Berenice. Oh, entschuldigen Sie bitte. Jacques Eloin, angenehm. Sie könnten mir vielleicht helfen. Warum nicht? Wollen Sie einen Drink? Also, seien Sie nicht albern. Ich bin eine moderne Frau. Setzen Sie sich. Sie sind hier noch nie gewesen. Ich würde mich sonst an Ihr Gesicht erinnern. Ich wüsste gerne, was Sie zu uns führt. Heute ist der reinste Glückstag. In meinem Beruf hat man es eher mit Halunken zu tun, als mit so schönen Gesichtern wie dem Ihren. Ich bin Detektiv. Kennen Sie einen gewissen Paul Eaton? Der Amerikaner? Paul Eaton, ja, den kenne ich. Seit einem Monat geht er uns mit seinen Geschichten auf den Geist. Er und der Boss sind Freunde.
Schade. Ich hoffte wirklich, ihn hier zu finden. Ehrlich gesagt war ich vorher bei ihm vorbeigegangen, bevor ich ins Alambique kam und da waren sie ausgeflogen. Also habe ich mir gedacht, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Von Eaton weiß keiner, was er in Paris treibt. Am Anfang sagte er, dass er mit seiner Schwester, einer Studentin, hier wäre. Nach ein paar Saufereien wurde aus seiner Schwester seine Frau und beide waren am Coup des Jahrhunderts dran. Die reinsten Gauner. Interessant, diese Geschichte über Eaton. Plant er den großen Coup? Hat er genaueres gesagt? Klar, dass Typen seines Schlages es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Ich mag Sie gern, Sie Schnüffler. Sie wissen, wie man die Sachen anpackt. Ich werde Ihnen helfen. Paul Eaton war in Paris wegen eines Vertrags. Ein Coup, der ihn reich machen sollte. Seine Frau war seine Komplizin. Dann hat er Muffensausen gekriegt. Jetzt versteckt er sich. Hulot, der Besitzer, weiß sicher mehr. Den sollten Sie mal aushorchen. Allerdings hält er nicht viel von Privatdetektiven. Entzückend, Berenice. Ich spüre, Sie brennen genauso wie ich darauf zu wissen, wo Paul Eaton und seine Frau sind. Was wollte Paul machen, wenn er sein Ding gedreht hat? Wissen Sie das? Der Besitzer Hulot weiß eine ganze Menge. Paul, der sprach nur auf Englisch und hat nicht einen Namen fallen lassen. Er wusste anscheinend auch nicht viel. Auch wenn man säuft wie ein Loch, weiß man deshalb auch nicht mehr. Seine bessere Hälfte, die hatte alle Fäden in der Hand. Und Paul, kommt er öfter hierher? Wenn er sie belästigen sollte, hätte ich noch einen Grund mehr, ihn mit Beschlag zu belegen. Weißt du, Jacques, für Eaton scheint es wirklich brenzlig zu werden. Eines Tages taucht er irgendwo auf mit seinem britischen Akzent. Nach ein paar Saufgelagen mit Hulot, dem Besitzer, hat er schnell seinen Akzent verloren. Danach sieht man ihn fast jeden Abend amerikanischer als je zuvor. Und dann, bums, seit ein paar Tagen hört man gar nichts mehr von ihm. Berenice, glauben Sie an die Geschichte von einem Banküberfall? Eaton hatte doch sicher einen genauen Plan. Er hat bestimmt nicht einfach so ausgepackt wie ein Vollidiot. Es war ein Ablenkungsmanöver. Die Sache stinkt zum Himmel. Ein Schmeichler und gerissen, dieser Privatdetektiv. Aber er irrt sich. Die Eatons wollten nicht ans Geld des Bankiers, sondern an einen Schatz, der bei ihm versteckt ist. Die Frau ließ ihren Charme spielen. Paul, der war nur da und wartete, dass das Obst reif wurde, um es dann zu pflücken. Total manipuliert, der arme Paul. Berenice, schöner Name. Hat ihr auserwählter Ritter sie allein gelassen an solch einem Ort? Das ist nicht besonders klug. Ich bin alt genug, um auf mich selber aufzupassen. Trotzdem, danke für die gute Absicht. Der Besitzer, Hulot, das ist auch Ihr Freund. Wären Sie so freundlich, mich ihm vorzustellen? Der Boss ist nicht da. Er ist gerade mit seinem Wagen losgedüst. Glaube, er hatte ein Treffen mit Eaton. Verdammt, jetzt reicht's. Jedes Mal komme ich zu spät. Dieses Mal werde ich sie finden, bevor sie wieder entwischen. Das ist ganz einfach, Jacques. Der Boss ist vorhin wieder blitzlosgerast. Er sprach von einem Restaurant, sagte, dass er spät zurückkäme. Mehr weiß ich auch nicht. Ein Restaurant? Was für ein Zufall. Ich wollte sie nämlich gerade einladen. Aber ein Restaurant in Paris? Das ist, als suche man die Stecknadel in einem Heuhaufen. Wissen Sie, welches Restaurant? Und warum sollte ich auf dem Laufenden sein? Eaton sprach davon, mit seiner Frau in ein Nobelrestaurant zu gehen. Aber ich glaube, er wusste nicht einmal, in welches. Hulot hat die Adresse aufgekritzelt, bevor er abgehauen ist. Das ist alles, was Sie wissen. Jedenfalls entzieht sich eine so charmante Person wie Sie sowieso jedem Verdacht. Ciao, Schnüffler, und viel Glück!
Ein Notizblock. Die erste Seite wurde anscheinend hastig rausgerissen. Ist in diese Geschichte verwickelt? Aber wie denn? Ach was, wer weiß. Das ist ein Hehler, oder? Ich habe Ihnen eine kleine Mahlzeit mitgebracht. Vielen Dank. Stellen Sie es einfach hin. Wir bedienen uns schon selbst. Also, wo war ich? Ach ja, das Restaurant.